Leistiko und Hagemeister gehören neben Banuschek und Wiedenjecke zu den Schwerpunkten unserer Gemäldesammlung zur Berliner Sezession. Beide sind mit einer großen Anzahl an Werken in der Sammlung vertreten, sodass wir diese Ausstellung auch bis auf 4 Leihgaben komplett aus eigenem Bestand bestücken können. Hagemeister hat dabei nochmal eine besondere Rolle, da er der Lieblingsmaler von unserem Sammlungsgründer Herrn Bröhan gewesen ist und er diesen Künstler ganz besonders geschätzt hat und auch immer der Meinung gewesen ist, dass Hagemeister mit der Qualität seiner Malerei noch zu wenig Beachtung findet, und diese Ausstellung soll auch einen Beitrag dazu leisten, Hagemeister neu zu entdecken und ihn zu würdigen als einen der großen Revolutionäre der Kunst um 1900. Die Ausstellung im Böhren-Museum heißt Landschaft zwischen Impressionismus und Expressionismus, weil man, klar, diese Bilder kommen vom Impressionismus, Leistico und Hagemeister studieren den französischen Impressionismus, sind beide in Paris, aber ihre Werke gehen vom Impressionismus aus, aber gehen schon deutlich einen Schritt weiter, werden freier im Umgang mit der Farbe, freier im Umgang mit Abstraktion und freier im Umgang mit Farbmalerei, Farbflächenmalerei, sodass eben diese Malerei, diese Landschaftsmalerei der beiden sich zwischen Impressionismus und Expressionismus bewegt, nicht mehr Impressionismus ist, aber in vielen Dingen doch auch noch nicht Expressionismus. Die Werke von Hagemeister überraschen viele Besucher in der Ausstellung, weil sie in einer Art und Weise frisch und modern sind, wie wir es eigentlich oder wie es selbst die Kenner des Bröhan-Museums bisher nicht erwartet haben. Unglaublich mutig als Maler in der malerischen Umsetzung des Themas Natur. Eine Freiheit im Pinselstrich, eine Freiheit im Auftrag der Farbe, die schon weit ins Abstrakte vorausweist und eigentlich gerade in der Wildheit der Farbe, wie Hagemeister sich mit seiner Farbe auf der Leinwand austobt, eigentlich schon zum Informell der Zeit nach 1945 die Brücke schlägt. Leistikos Bilder überraschen eher durch den Farbauftrag. Er löst sich von einer natürlichen Farbigkeit und reizt die Möglichkeiten der Farbe aus, zerlegt das Bild in einzelne Farbflächen, wobei oft die Farbe grün dominiert, das Bild in einzelne grüne Bahnen sich aufteilt oder wie zum Beispiel bei dem berühmten Hafen, den wir auch in der Sammlung haben, das Grün ins Gelbliche, in ein giftiges Gelbgrün verwandelt wird und eigentlich die Farbe schon nichts mehr zu tun hat mit einer natürlichen Farbigkeit des Wassers und deswegen eben hier ein radikal neuer Umgang mit der Farbe zu sehen ist, der nun eben eigentlich schon deutliche Züge des Expressionismus trägt. Um die Modernität dieser beiden Maler in der Ausstellung auch zu verdeutlichen, haben wir uns auch einige Gedanken über die Präsentationsweise der Werke gemacht und ein entscheidender Aspekt ist dabei natürlich die Rahmung. Rahmen war etwas, was um 1900 auch für die Künstler in das Blickfeld ihrer Betrachtung gerückt war. Es gibt die ersten Maler, die auf die Rahmen malen und damit eigentlich den Rahmen als Bildgrenze negieren, oder Künstler wie Franz von Stuck in München, der kein Bild aus seinem Atelier lässt, ohne dass er nicht selbst den Rahmen dafür gestaltet hat und deswegen eben Rahmen und Gemälde sehr nah aufeinander abstimmt. Und deswegen war es auch für uns wichtig, über Rahmen neu nachzudenken. Wir haben eine ganze Reihe von Werken neu rahmen lassen, sie bewusst schlicht und sehr modern mit der sogenannten Künstlerleiste gerahmt. Und die Werke sind dadurch befreit von zu schweren Rahmen, die sie etwas runtergezogen haben. Und sie blühen auf, sie entwickeln ihre ganze Kraft. Die Malerei kann ihre ganze Kraft entwickeln auf der Wand, und so, glaube ich, gibt es auch durch die Neurahmung eine ganze Reihe von Möglichkeiten, diese Werke neu zu entdecken.